was letztes Mal geschah. Da werde ich mir den da ganz gezielt heraussuchen. Ja, und Folgendes kommt jetzt. Ich gehe einfach. Leider. Nope. Oh, das ist jetzt schlecht. Ja, wo ist jetzt die Security? Oh. Aber ich habe ja noch eine Banane. Ha! Meinung? It's the most beautiful thing I've ever seen in my life. It's the banana. Oh, oh. Stopp, nicht petzen gehen. Warte mal. Da ist ja noch eine. Bewusstloser Zeuge. Der hat nicht aus seinem Bewusstsein verloren. Ich habe nicht genug Schränke für die ganzen Leichen. Ich meine, Bewusstlosen. Könnte ich hier noch irgendwo jemanden unterbringen? Ah, der hat eine Serverraum-Schlüsselkarte. Aber Moment. Ah. Ja. Na gut, die Schlüsselkarte ist jetzt trotzdem meins. Nichts passiert, Madam. Nichts passiert. Oh, ein Hausmeisterschlüssel. Jetzt muss ich mich aber echt zusammenreißen. Ab mit dir. So. Es sind alle versorgt. Und somit kann der Gen 7 der Festliche Elf loslegen. Ich steck mal lieber meine Waffe weg. Also jetzt kurz sammeln. Wir haben die Schlüsselkarte am Mann. Ziehe die Schlüsselkarte durch. Wahrscheinlich da hinten drin. Mhm. Ah ja, Serverraum. Macht Sinn. Ach, guck mal da. Das ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Rein damit. Let's go. Can you see anything different in the room? Ja gut. Ja. Das ist die Penthouse-Schlüsselkarte. Und eine Schaschka liegt ja auch noch rum. Ach, und da hinten haben wir auch noch eine Waffe rumliegen. Was ist das? Wow. Wisst ihr, was ich mit den ganzen Waffen mache? Die verkaufe ich bei Skinbone. Wenn es CSGO-Skins werden, sind es aber keine. Tschüss. Aber jetzt im Ernst, was ist mir aufgefallen? Ah ja. Monitoring Server disabled. Das hört sich doch gut an. Und ab. So, da war halt mal wieder Hackerman am Start. Now all you need to do is access the terminal and use the calendar option to summon the Providence partners to a meeting. Aber bevor ich den Treffen umarrangiere, schau ich mal, was noch so abgeht. Vielleicht können wir ja ein paar Elevator-Doors öffnen. Und was mache ich jetzt damit? Vielleicht ein paar Notfallfonds hinterlegen? Das hole ich mir gleich ab. Ja, und die Kameras mache ich natürlich auch aus, das ist klar. Ja, was ist jetzt da oben? Jürgen, warum sind die Kameras aus? Jetzt gehen wir erstmal das Gold holen. Oh, ein Hammer. Den nehme ich mit. Wartet mal. Ah, ich könnte ihm das Ding auf den Kopf schucken, ne? Ja. Die ganzen Kronleuchter. Das ist einfach wie ein Unfall aussehen. Ach, der geht woanders hin. Na klasse. Oh, da kann ich doch rein ins Penthouse-Dingens. Warte mal, das habe ich doch. Ja! Was kann man hier machen? Sind du jetzt nackte Frau oder wie ist das? Wow. Oh, der könnte mich entdecken, der Dödel. Wir nehmen uns den mal mit. Hoppla. Jetzt mache ich den hier mal ganz lässig in diese Kiste. Schwupp. Danke für deine Waffe. Hehe. Okay, also ich nehme an, hier kann ich die später hinarrangieren. Das wird das Teil sein, wo wir sie hinsetzen könnten. Könnten. Aber irgendwie habe ich auch Bock auf Schabernack. You should be out there celebrating life. If you think... Was haben wir denn eigentlich hier rumliegen? Eine Whiskyflasche. Achso, als Waffe. Drei Tage später. Ach, hier geht's auch noch nach draußen. Stimmt ja. Die Balkonbar. Jetzt guck mal, wer da läuft. Unser Ziel. Mhm. Snackt der sich hier was? Have you managed to find that bottle of 60 year old? I'm sorry, sir. We are still looking. But you have a bottle, right? Sick uniform. It has to be 60 years old. Of course. The Royal Highness has the best selection in the world. Good. Let me know when you found it. Marcus sucht nach einer ganz bestimmten Whiskyflasche. Achso, als Waffe. No, God, please, no! Was mich noch interessieren würde, wäre diese Sonne hier. Damit kann man ja, glaube ich, jemanden verbrutzeln. Hoffe ich doch. Nun muss man die erst irgendwie mit Strom versorgen. Hier unten läuft ein Kabel entlang. Oh, da hoch. Okay. Und dann geht es... Ah. Und da rein. Dann brauche ich eine neue Sicherung. Unten war doch ein Kasten. Irgendwo hier hinten. Ah. Guck mal her, meine kleine Sicherung. Oh, yes. Jetzt ballere ich die Sicherung hier oben rein. So. Okay. Und dann müsste ich ja hier eigentlich...
anschalten können. Ja, jetzt brauche ich nur noch den Dödel. Oh mein Gott, er kommt. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, okay, Achtung, Achtung. Ich, gleich, wenn er dran ist, nicht, dass da irgendjemand anderes drauf geht und derjenige stirbt und dann... Dann weißt du ja, was abgeht. Geh hin, komm. Guck dir die Sonne an. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh nein, was ist passiert? Och Mist. Oh. You got him, 47. Holy shit. Jetzt fehlt noch der andere, der ganz oben rumsteppt. Carl. Ach, der ist schon oben im Penthouse, glaube ich. Ajo. Ich check mal aus, wo der genau sitzt. Der ist irgendwo hier oben. Ah ja. Könnte ich ihm sowas von vollkacken, das Ding. Genug Ratten gibt's für euch alle am Start. Dann musst du da hinten leider verschwinden. Aber du auch. Und du irgendwie auch. Hier alle müssen verschwinden. Fangen wir mal mit Rudi an. Leider. Als nächsten kommt dann hier Harald, dann würde ich sagen. Ciao, ciao. Und leider muss die Glinde auch zumindest mal kurzzeitig zur Ruhe gebettet werden. Jetzt muss er halt noch irgendwie weg. Ich glaube, da muss ich leider, aufgrund der fehlenden Schränke, weil da sind schon zwei drin, etwas drastischer werden. Bye, bye. I'm so sorry. So. Jetzt mache ich hier mehr Rattenkacke rein. Wie war's damit? Es stinkt so schön. Ach so, und ich muss natürlich noch wissen, wo... seine Toilette ist. Wenn er die gleich komplett voll macht, muss ich ja dabei sein, hä? Bestimmt hier, oder? Ajo. Oh, shit. Hier ist ja auch einer. Aber der findet sicherlich... in dieser wunderschönen Truhe Platz. Komm mal mit. So. Tschüss. Tja, und jetzt heißt es warten und mich im Spiegel betrachten. Mr. Karl, wollen Sie zufällig was trinken? Oh, 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 shit. Nee, bleib du mal weg jetzt. Ach, obwohl, ja doch, geht mit. Trinkt ruhig auch einen Schluck. So, Lalle, der Drink steht bereit. Achso, und ihr zwei, bitte nicht in den Schrank reingucken. Das ist mir wichtig. Oh Gott, das ist ultra auffällig. Jetzt musst du nur noch ein Stückchen nehmen, komm ran. Okay, need a drink. Ah je, es fällt gar nicht auf, dass da irgendwie Lava drin ist. Hat wirklich einer Scheiße geschickt. Oh no, ich muss vor. Schnell. So, oder? Ich verstecke mich einfach hier hinten hinter der Badezimmertür. Komm her. Da kommt er. Ne? Schließen. Komm, zu. Ja. Ja. Oh yeah. Bye, bye. I'm under the water. Please help me. Und das war's dann mal wieder komplett. Our business is done here, but it's far from over. Ich muss schon sagen... oh, ich war schon gut. Oh! Aber fertig bin ich tatsächlich noch nicht. Ich muss ja erstmal nach Hause, ne? Wo ist mein Trabi? Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Auf letzten Meter noch erwischen lassen. Ich glaube, es geht los. Achso, übrigens, Fridolin. Geh erstmal nicht ins Bad. Der Alte hat Durchfall. Och, schade. Den kann ich nicht fliegen. Warum nicht? Fehlender Schlüssel. Ja, der hat doch bestimmt den Schlüssel, oder? So. Bumm. Und wo ist der Schlüssel jetzt? Der ist doch hundertprozentig hier irgendwo, der Schlüsselmeister. Ich kann ja noch voll viel Zeug klauen. Ein Schwert? Geil. Dummerweise bin ich jetzt halt ein Pilot und hab nicht mehr die Sicherheitsfreigabe. Aber dafür habe ich ein krasses Schwert. Warte mal. Bam. Schwert ist noch am Start. Verkleidung, eine andere. Waffe wegstecken. Und jetzt Achtung. Oh nein, was ist hier passiert? Alarm! Kollege, hier ist eine Leiche. Warst du es zufällig? Oder du? Du warst doch. Schaff den Mann ins Gefängnis. Und schon kommen wir dem Ausgang immer näher. Skydive? Ajo, das ist doch ein Jump hier. Locker ist es ein Jump. Ah ja! Na dann, auf geht's. Dankeschön. Ja. Aber wie sieht's mit den Erfolgen aus? Mhm. Ja. Okay, ja. Lecky schmecky. Alter, ich habe ja richtig reingeballert. Die Int habe ich mir auch noch geholt. Nicht schlecht, oder? Also schlecht war das nicht. Bam, Level 5 sogar. Ey. Level 6?
Leben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.